Herzlich willkommen hier im sonnigen Bärstadt. Ja, heute zum zweiten Teil der Ranking-Sache. Wir möchten ja, oder nicht wir, sondern ich möchte ja die Löwenzahnfolgen ein Ranking unterziehen. Habe ich noch nicht gemacht in all den Jahren und da bin ich gerade dabei. Wir haben im ersten Video ja schon die ersten 8 Folgen aus der Staffel 26 bewertet. Und ihr solltet mir ja auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ne? Ihr müsst ja nicht mir zustimmen. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und das ist auch gut so. Und das könnt ihr jetzt auch gerne wieder machen. Wir fangen bei der Staffel, bei Staffel 26 natürlich, bei Folge 9 an. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare oder bei Facebook oder wo ihr das Video habt, könnt ihr mir gerne reinschreiben, wie findet ihr, also wie wäre euer Ranking? Wir haben folgende Kriterien. S, super Folge, kann man immer wieder gerne gucken, habe ich schon mehrmals gesehen. A, eine gute Folge, ja, finde ich gut. Dann eine B, also B, es geht so. Die Folge, ja, hat irgendwas, was mich stört. Und C, nicht mein Fall. Ja, da hatten wir in den letzten 8 Folgen, hatten wir ja, glaube ich, nur eine C-Folge. Das war die Hubschrauber-Folge. Ja. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke es hier oder da oder naja, irgendwo da oben vielleicht jetzt demnächst. Und dann können wir das Ganze, könnt ihr das Ganze nochmal angucken und dann auch schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich finde es immer interessant, wie ihr die Folgen findet. Ne? Ich bin ja schon alt. Vielleicht seid ihr jünger da draußen und sagt, ey, nö, Hubschrauber ist ja super witzig. Ganz toll, alles wunderbar. Hauptsache ihr habt Spaß und wenn euch das gefällt, dann schreibt es ruhig rein, sagt, nee, wir finden, die ist toll und alles toll. Ne? Ist ja bloß meine Meinung hier und die muss man ja nicht teilen. Gut, dann geht es jetzt weiter. Ich habe hier meinen Kontrollmonitor und ich werde immer so ein bisschen was vorlesen, worum es in der Folge geht. Und dann sage ich so, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt und welches Ranking die Folge bekommt. Okay, na dann starten wir mal. Wir fangen an mit Folge 9. Tauchen, Bucht der versunkenen Schätze. Fritz geht auf Unterwasser, Fotosafari. Ein gerahmter, bunt schillernder Fischschwarm als Blickpunkt im Bauwagen, das wär's. Ja, und dann findet er ja in der, dort am Strand, wo er tauchen geht, findet ja einen alten Taucherhelm und ist dann ganz Feuer und Flamme, um rauszufinden, warum ist da ein Taucherhelm unter Wasser? Na, und dann hilft ihm ja seine Freundin, die ist ja Tauchlehrerin, die wurde gespielt von, jetzt muss ich mal sehen, Susanne Ableger. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Susanne Ableger. Und ja, die hilft ihm dabei und dann findet er Sachen raus und was da war und warum und weshalb und wieso könnte denn da ein Taucheranzug sein. Und geht dann auch tauchen. Super Folge, finde ich toll. Ist so eine typische Fritz-Folge, finde ich. Das Thema passt. Ich meine, klar, Peter hätte auch tauchen können, aber da Fritz jünger ist und sportlicher und agiler, ist das genau das richtige Thema für ihn, finde ich. Deswegen fand ich die Folge richtig gut und ist auch interessant gemacht und was er da rausfindet und wie das Ganze so ist. Ich gebe der Folge ein A. A für Tauchen, Bucht der versunkenen Schätze. So, dann haben wir hier Streichinstrumente, der große Auftritt. Geige lernen in einer Woche, klar, das schaffe ich, denkt sich Fritz. Schließlich will er den Wettbewerb Bärstadt macht Musik gewinnen. Da macht es auch nichts, dass er noch gar keine Geige besitzt. Die kann er doch selber bauen, oder? Der Geigenkasten ist schnell gefunden, jetzt fehlen nur noch der Bogen und die Saiten. Eine interessante Folge und eine Folge, die bis heute eigentlich nicht wiederholt wurde. Einmal lief sie noch und zwar am 21.08.2010. 2007 kam sie raus und seither nicht mehr. Und ich finde es sehr schade. Fritz sieht da ein bisschen anders aus, er trägt Brille und so eine Sachen, so ein bisschen anders als in den anderen Folgen. Das liegt daran, Streichinstrumente war, glaube ich, die allererste Folge, die gedreht wurde. Und ja, da war noch nicht so, die Figur des Fritz war noch nicht so richtig. Und es gab wohl auch
irgendwie Probleme mit den mit der Geschichte oder mit dem Buch oder irgendwo war da auch mit der Regie irgendwas war, weil Wolfgang Eisler ist da eingestiegen und ich weiß, da gab es irgendwelche irgendwas, was nicht so war, wie man sich hätte das vorstellen können. Deswegen ist diese Folge etwas ganz Besonderes, finde ich. Ich mag sie sehr gerne. Damals hat mich so ein bisschen gestört, da war ja, ich spielte ja Hans-Werner Olm mit als Luise Kuschinski, seiner Bühnenfigur, ne, die Putzfrau. Und ja, ich fand sie früher eigentlich ein bisschen over the top. Heute im Nachhinein mag ich sie gerne. Ich finde, er schafft sehr gut, denn er spielt ja die Putzfrau, die ist ja sehr, sehr laut und sehr, sehr. Sehr abgedreht und dann spielt er ja auch den Hausmeister und der ist ja ganz ruhig und ja und nee, wir haben ja geschlossen und das können sie doch nicht machen. Das finde ich sehr gut und ich gucke die Folge sehr gerne, ein sehr interessantes Thema und ich finde es schade, dass sie im Augenblick noch nicht online ist und ich hoffe, liebes ZDF, bitte bringt die Folge online. Sie ist wirklich toll, die ist richtig klasse. Und ich gebe der Folge ein S. Eine super Folge. Kann man sich immer wieder gerne angucken, aber sie ist derzeit nicht verfügbar. Und ich hoffe, das ändert sich dieses Jahr. Ich werde mal versuchen, das ZDF anzuschreiben, um mal rauszukriegen, warum. Irgendwo hängt da was oder sie wird nicht mehr ausgestrahlt. Finde ich schade. Gut, dann haben wir da Streichinstrumente, der große Auftritt kriegt ein S. Und weiter geht's. Wind, eine Mühle dreht durch. Immer dasselbe Drama. Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce und in kürzester Zeit sieht Fritz aus wie ein Ferkel. Eine automatische Nudelwickelmaschine müsste man haben. Fritz beginnt mit dem Bau. Die Energie dazu soll vom Wind kommen. Und das hat sich Fritz von den großen Windrädern abgeguckt. Doch wie weiß man, wann der Wind weht? Was ist Wind eigentlich? Und wie entsteht er? Fritz studiert Tief- und Hochdruckgebiete und überzeugt schließlich sogar Nachbar Paschulke von der windigen Kraft. Naja, interessant, diese Ankündigungstexte finde ich sehr komisch manchmal. Und hier ist es ja so, ja, Fritz will diese Spaghetti-Aufwickelmaschine bauen, aber Nachbar Paschulke hatte schon was mit Wind zu tun. Klar, er hat sich ja diese große Windmühle für den Garten besorgt. Und weil er ja im Windmühlenverein, da kommen ja die und die wollen ihn aufnehmen oder irgendwas verleihen. Und er möchte ja da unbedingt mitmachen. Deswegen hat er sich die große Windmühle besorgt und noch einen Motor, damit die sich immer dreht. Und ja, eigentlich hatte Paschulke ja schon was mit Wind zu tun. Jo, ja, eine typische Löwenzahnfolge, das hätte auch Peter sein können. Mit der Nudelwickelmaschine. Ja, eine gute Folge. Ein A für Wind, eine Mühle dreht durch. Ja, ein A. Gut, dass Paschulke dabei ist und das wertet es ein bisschen auf, sonst wäre es, glaube ich, nur ein B für mich. Aber A ist schon okay. Und dann haben wir Regenwürmer, der weltbeste Dünger. Mit einem satten Platsch landet ein brauner Riesenhaufen neben dem Bauwagen. Aus der Nähe betrachtet erkennt Fritz hunderte von Regenwürmern, die sich schnell Richtung Erdreich bohren. »Die haben nichts in meinem Garten verloren. Können sie alle haben«, donnert Nachbar Paschulke über den Gartenzaun. Fritz betrachtet seine neuen Gartenbewohner genauer, erforscht, was sie fressen und wie sie unter der Erde leben. Schließlich entdeckt Fritz sogar den besten Dünger der Welt. Rein vom Ankündigungstext ist es ja fast eine 1:1 Kopie von einer Klassikfolge. Sie ist anders aufgebaut. Ja, ist eine typische Löwenzahnfolge. Wie Paschulke ja sein Garten und er kauft ja immer den besten Dünger und wundert sich dann, warum da nichts richtig wächst. Und Fritz dann mit den Würmern und so eine Sachen. Eine typische Löwenzahnfolge, wirklich ein typisches Thema. Gucke ich gerne, sticht jetzt aber nicht wirklich heraus. Also ein B für Regenwürmer.
So, dann sind wir bei Bionik Technik aus der Natur. Empört schlägt Paschulke die Hände über den Kopf zusammen. Fritz Hundkeks hat seine frisch gestrichene Garagenwand verdreckt. Unschwer einzusehen, dass Fritz nun selbst den Pinsel schwingen muss. Ja, diese Garagenwand, das passt erstens gar nicht in Paschulkes Garten so richtig. Aber okay, ein wunderbares Thema, ein interessantes Thema, Bionik. War auch das erste Mal, dass es, glaube ich, bei Löwenzahn behandelt wird. Ich glaube, bei Peter wurde es mal erwähnt, dass es sowas gibt mit den Pflanzen, die nicht dreckig werden können. Aber ich glaube, das Thema an sich ist da neu und ich finde es genau das richtige Thema für Fritz. Wirklich ein klasse Thema und zu lustig finde ich ja, denn wie Fritz dann diese bionische Farbe gekauft hat und sie dann gegen die Wand schießen und das ist einfach toll. Und dann merken sie, ah, das ist die falsche Farbe. Und dann muss Fritz nochmal streichen. Ich mag die Farbe mag ich sehr gerne. Nein, ich mag die Folge sehr gerne. Und hier haben wir auch wieder einen Comedy-Star dabei. Und zwar Tom Gerhardt als Hausmeister. Da spielt er ja seine Rolle Hausmeister Krause. Damit wurde er mit der Sat.1-Serie sehr berühmt. Er war vorher schon berühmt, aber damit noch einen Tick mehr. Und hier spielt er ja Hausmeister Krause sozusagen auch nochmal. Aber okay, kann man machen. Ist nicht ganz so überdreht, aber geht. Passt auch. Und sehr interessant, das Thema Bionik, ganz neues Thema. Nein, Bionik, Technik aus der Natur, kriegt von mir ein A für ein Gut. Bionik, Technik aus der Natur, A. Jetzt kommen wir zur Folge Tunnelgleise Richtung Untergrund. Hauptbahnhof Berstadt, alles aussteigen, schallt es plötzlich aus dem Nachbargrundstück heraus. Herr Paschulke hat eine Modelleisenbahn im Garten aufgebaut. In angemessener Größe, versteht sich. Und mit allem drum und dran. Auch Fritz besitzt noch Teile der gleichen Eisenbahn. Ob er und Herr Paschulke gemeinsam am Berstädter Wettbewerb für Modelleisenbahner teilnehmen sollen? Eine super Folge. Also wirklich, das ist die Folge, für die, wo das erste Mal, wo sie den Shot machen vom Paschulke und Fritz so am Gartenzaun, ne? Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, diese alte Chemie zwischen Peter und Paschulke und hier Fritz und Paschulke, dass das wieder da ist. Dieses Wettbewerbsgefühl, dieses, wollen wir das machen und wie können sie und dieses Streitgespräch und wir könnten ja da teilnehmen und dann, wie sie dann zusammenarbeiten, das Knet-Animationsvideo, einfach nur toll. Eine klasse Folge, kriegt von mir ein S. Absolute Empfehlung, Tunnel, Gleise Richtung Untergrund, absolute Empfehlung, die kann man immer wieder angucken, eine tolle Folge, eine meiner Lieblingsfolgen oder die Lieblingsfolge aus der ersten Staffel auf jeden Fall. Erdwärme, heißes Pflaster in Berstadt. Nie wieder Kohle. Ich heiz meinen Bauwagen jetzt mit glühendem Inneren der Erde. Begeistert sich Fritz und gibt dem Kohlenhändler eine Abfuhr. Dann macht er sich an die Bohrarbeiten. Er hofft, auf eine heiße Quelle zu stoßen. ein wirklich interessantes Thema. Kannte ich vorher noch gar nicht. Das ist sowas Erdwärme. Also klar habe ich das schon mal gehört, aber dass es möglich ist, so auch zu heizen, kannte ich vorher nicht. Deswegen ein ganz neues Thema für mich. Der Kohlenhändler mit Fari Ogün Yardim, der den Kohlenschlepper spielt. Ja, kann man machen. Der so ein bisschen, der spielt ja so ein bisschen, den so ein bisschen doof. Hat er gut gemacht. Hans Holbein als diesen Kohlenhändler, der die Preise anhebt. Ja, der ist ja so ein bisschen, ich muss Geld verdienen. Ja, ist eine gute Folge. Ich gebe dem eine A. Also Erdwärme, heißes Pflaster in Berstadt, A. Kann man gut angucken.
Finde ich in Ordnung. Jo, ist nicht einer meiner Lieblingsfolgen, aber ist okay. Erdwärme, heißes Pflaster, ein A. Dann haben wir Salz, weißes Gold zum Geburtstag. Fritz staunt über den krümeligen, schon wieder ein Ankündigungstext, der etwas seltsam ist. Fritz staunt über den krümeligen Alleskölner Salz. Explosiv, Salz steckt in Sprengstoff. Wertvoll, manche Salzsorten sind sehr selten und teuer. Lecker, Salz gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bunt, Salz gibt es auch in Rosa, Schwarz und Blau. Im Meer und unter der Erde, sogar in der Wüste ist Salz verstreut. Ja, da geht es ja eigentlich darum, dass ich glaube, Susa hat Geburtstag. Genau, Susa hat Geburtstag und Fritz hat es total vergessen. Und dann steht sie ja vor der Tür und er gibt ihr das Kochbuch und will ihr eigentlich das Kochbuch schenken, aber das Kochbuch hat Susi ihm geschenkt und dann erkennt sie natürlich, du willst mich zum Essen einladen. Ja, ist okay, dann mach mal das. Und dann soll er ja Fleur de Sel suchen. Ja, eine tolle Folge. Kriegt von mir ein A. Und wer genau hinguckt am Kiosk, der kann einen ganz jungen Sascha sehen. Mit Kinderwagen. Im Hintergrund. Ja, Salz, weißes Gold zum Geburtstag. Eine gute Folge. Einfach gut. Kriegt ein A. Und somit sind wir schon am Ende der ersten Staffel angekommen mit Fritz Fuchs, Staffel 26. Es geht in der nächsten Folge mit einer Fritz Fuchs Folge, nein Quatsch, mit einer Peter Staffel weiter. Ich überlege noch, ob ich Staffel 1 nehme oder, ja, wir fangen mit Staffel 1 an und danach geht es dann wieder mit Staffel 27 von Fritz Fuchs weiter. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese 8 Folgen bewertet. Würde mich interessieren. Ne? Schreibt einfach hinter irgendwie den Namen und dann S oder A oder schreibt da drunter, welche Folge ihr mögt oder welche ihr nicht mögt. Ich würde gerne wissen, wie ist denn euer Ranking? Ja? Seht ihr es genauso wie ich? Seht ihr es anders? Jo, gut. Na dann, sehen wir uns demnächst hier in Bärstadt. Ich sage Tschüss, ich drehe noch eine Runde und abschalten.